Hallo, ihr geilen Schnittchen, wir spielen eine Runde Blobby-Wolli und zwar der Peter gegen mich, meine Wenigkeit, den Zerstörer der Welten, den unangetasteten Sieger in Blobby-Wolli, den Motherfucker Joe, der Balkon. Ja, Motherfucker Joe, das bist du wohl, ja. Der Oberhomo, das bist du auch. Da kannst du hart die Konkurrenz machen. Das bin ich nicht, der Oberhomo. Auf jeden Fall, ich war heute am Bahnhof in Köln, ja, wie gesagt, aus privaten Gründen und dann kam so die Durchsage so, hier, Peter möchte mal in Blobby-Wolli fertig gemacht werden. Kurz angecallt, ja, da sagte Peter, alles klar, sagte so, yo, motherfucker, bitch. Aber man hat in dieser Textzeile hat man ein leichtes Wimmern herausgelesen. Ich habe geschrieben, bring it on, bitch. Ja, und, also ja. So meinte er es, also eigentlich stand er eher so, bring it on, bitch. So war das eher. 3, 2, 1, jetzt. Und das Spiel ist eröffnet und Peter liegt schon gut zurück. Wie, Peter liegt gut zurück? Deine Mutter liegt gut zurück. Die liegt sich immer zurück, wenn ich die von hinten nehme, Alter. Ja, immerhin. Guck mal da, Junge, wie der kassiert, der Peter, ey. Ich kassiere gar nichts. Du kassierst, wenn du bei Meckes an der Kasse stehst. Hallo? Nein! Boah, guck mal, ey, Junge, wir haben Schwitzen. Das kann nicht sein. Das kann unmöglich. Jawoll, ey. Guck mal, wie ich ihn weggesneakt hab, ey. Oh. Alter, was ist los? Kein Ding, Junge. Ah. Boah, nice! Nein! Oh, da hab ich dich weggesnackt, ey. Oh, wow. Nice, Peter. Nice. Alter, mal. Nein! Hä? Ach, scheiße. Ja, man muss, ab und zu muss man mal ein bisschen größeres Fresschen haben. Okay. Ah. Das war aber ein bisschen lubig, muss man sagen. Hat verschätzt, muss ich einfach mal so sagen. Bis wann geht das denn jetzt nochmal? Ich glaube bis 15. Ich bin... Hast du den gesehen? Nein, dann bin ich mehr verwandelt. Da holt er den dann noch raus. Ach, scheiße, zumindest die Einstellung, die wir kennen, geht bis 15. Wollen wir die anderen denn noch? Alter. Oh ja, boah, Alter, die Tastatur wird gerade hier gerade echt vergewaltigt. Boah, nice. Schmetterpille. Verdammt, Default ist also falsch. Man mal ausprobieren. Hin und her und her und hin. Und hin. Voila. Da ist die Stille. Da ist die Stille der Konzentration. So nicht, Kollege. Okay. Dann so. Ich bin selber ein schlimmerer Gegner für mich als du. Weil meine eigenen Dinger. Ja, weil es ein bisschen kompliziert. Ich weiß, ich bin gerade voll gebrainfuckt. Nein! Ja! Scheiße. Hat er nicht mehr retten können. Nee, konnte da nicht. Ich meine, ich muss ja auch mal dazu sagen, ist noch locker alles drin. Northcon, ne? Wie weit ich da in Führung war. Und dann kamst du auf einmal, wie ich immer, auf deiner Mom. Und guck mal, hast mich doch noch weggefickt. Ja, das ist einfach nicht möglich! Meine Damen und Herren, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Ja, der Wibbel ist ein Scheiß dagegen, ey. Na, jetzt versucht er wieder zu retten und verspielt sich. Okay. Scheiße. Kurz einen Dance machen. Ja, ich bin wieder in dieser Scheißsituation, die ich nicht mag, genau. Nein! Ja, genau! Schiebung! Ja, voll. Das war fair. Ich sehe da keine Schiebung. Das ist absolut korrekt, ja. Oh, oh. Lol. Ja! Ja! Boah, das geil, Alter! Nein. Ja! Der Titelverteidiger wurde besiegt. Und es gibt einen neuen Meister. Es gibt einen neuen Meister. Und wie heißt er? Regeln. Pete heißt er. Oh yeah! Hallo, ihr geilen Schnittchen. Wir spielen eine Runde Blobby-Wolli. Und zwar der Peter gegen mich, meine Wenigkeit, den Zerstörer der Welten, den unangetasteten Sieger in Blobby-Wolli, den Motherfucker Joe, der Balkon. Ja, Motherfucker Joe, das bist du wohl, ja. Der Oberhomo, das bist du auch. Da kannst du hart die Konkurrenz machen. Das bin ich nicht, der Oberhomo-Michi. Auf jeden Fall, ich war heute am Bahnhof in Köln, ja, wie gesagt, aus privaten Gründen. Und dann kam so die Durchsage, so, hier, Peter möchte mal in Blobby-Wolli fertig gemacht werden. Kurz angecallt, ja, da sagte Peter, alles klar, sagte so, yo, motherfucker, bitch. Aber man hat in dieser Textzeile hat man ein leichtes Wimmern herausgelesen. Ich habe geschrieben, bring it on, bitch. Ja, und, also, ja. So meinte er es, also eigentlich stand er eher so,
Ring it on, bitch. So war das eher. Juli, ready? Yep. Okay, machen wir wieder Best of Three? Dann passt halt mit der Folgenlänge nämlich mal eigentlich ganz gut. Okay, 3, 2, 1. Hey, ganz schön, willkommen zurück zu... Ja, warte, Moment, das war nicht gut. Das war nicht so cool. Ey, Curl, ich habe mein DS-Ladekabel gefunden. Okay, lassen wir das. Okay, 3. Jetzt fang an, ich mach die ganze Zeit so ein krankes Gesicht.